Fragen wir doch mal die Jungen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen ersten Talk mit Maurus und Lorin. Andi und ich werden durch diesen Abend hindurchführen. Wir freuen uns sehr, dass die beiden zugesagt haben, heute dabei zu sein. So eine kleine Randbemerkung: Sie arbeiten beide bei Swisscom. Es geht aber nicht um Swisscom. Wir sind nicht bezahlt von Swisscom, sondern es geht einfach um diese beiden Jungs. Wir sind also auch nicht bezahlt von Swisscom jetzt für diese Sendung. Das ist wirklich Freizeit und gibt uns auch, glaube ich, die Freiheit, ja, ehrlich davon zu berichten. Genau. Andi, wir sind relativ spontan zu diesem Webinar oder Talk gekommen. Kannst du ausführen, wie das passierte? Ja, vor nicht allzu langer Zeit besuchten wir Bern und genauer besuchten wir eben die Swisscom mit dem COS-Lernreise, den ja du und ich und Felix Hollenstein leiten. Und wir waren einen ganzen Tag am Standort in Bern bei der Swisscom. Und während dem Vormittag bekamen wir Einblicke durch Leute, die in Bern arbeiten als Erwachsene. Und am Nachmittag kam dann eben Maurus, Lorin und noch weitere Lernende zu uns und wir durften dann mit ihnen in ein Gespräch kommen. Und sie erzählten uns dann von diesem sehr, ja doch sehr einzigartigen Ausbildungsmodell der Swisscom, wie sie das so erlebt haben und so. Und unter anderem erzählten sie uns dann auch, was für Wünsche sie an die Volksschule haben, basierend auf ihren ersten oder auf ihren Erfahrungen in der Ausbildung. Und es hat Rahel und mich und eben auch alle anderen einfach fasziniert, wie reflektiert, klar, ja, und auch sehr direkt diese jungen Menschen haben Auskunft geben können, inklusive Wünsche für die Volksschule. Und dann haben wir gleich im Nachgang haben wir dann gesagt, Melanie, du bist glaube ich auch da. Ja, hoi Melanie. Melanie, Rahel und ich haben gesagt, hey, das ist so, hat so viel Kraft in sich, wenn man solchen jungen Menschen wie Maurus und Lorin auch eine Stimme geben kann und das nach außen tragen kann, damit auch andere das hören, nicht nur wir in diesem COS, weil für das große Bild, das wir haben, dass wir möglichst auch eine Bildung haben können, die dieser Welt, in der wir leben, gerecht werden kann. Und deshalb möchten wir solchen jungen Menschen vermehrt auch eine Stimme geben, öffentlich. Und haben wir gedacht, komm, wir machen was. Was könnte das sein? Und so sind wir heute hier in diesem Webinar. Und es freut uns deshalb auch sehr, dass ihr zugesagt habt und auch jetzt so viele Menschen hier sind und wir das aufzeichnen dürfen. Und ja, wir diesen Stein so ins Rollen bringen können, oder, Royal? Genau. Wir haben euch eine konkrete Frage oder Aufgabe gestellt bevor wir gestartet sind. Lorin, drei Hashtags, die dich auszeichnen. Ja, drei Hashtags, die mich auszeichnen: zukunftsorientiert, motiviert und Änderungsbedarf. Das sind so meine Hashtags, die mich so auszeichnen, zukunftsorientiert, weil ich möchte immer sehr gerne voranschreiten, sowohl in meinem Beruf als auch geistlich motiviert. Ja, weil ich möchte mich dazu motivieren, mehr zu lernen über diese Welt, über meinen Beruf, über Leute, Menschen, und habe daran auch großes Motivation, eben zu meinem letzten Hashtag, Sachen zu verändern. Soweit ich das kann, möchte ich den Leuten dabei helfen. Vielen Dank, Maurus. Ja, wir von der Swisscom, wir sprechen ja meistens von Werten und dieses Wort will auch ich benutzen. Für mich sind es diese Hashtags, meine Werte, welche ich lebe. Einerseits ist es die Neugierde, die ich bestimmt von Kindes auf habe, der Ehrgeiz auch. Das ist der einzige und erste Kommentar in der ersten Schule. Im ersten Schuljahr war Maurus kann nicht verlieren. Und das ist bestimmt richtig. Und hat mir aber auch geholfen. Nebst ja, schwierigen Momenten auf dem Fußballplatz hat es mir dieser Ehrgeiz auch viel gebracht und ein Wert, den ich gerne lebe. Und der dritte Hashtag,
oder Wert ist Kommunikation. Ich glaube, Kommunikation hat mir sehr geholfen. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und ich bin überzeugt von der Wirkung guter Kommunikation im Arbeits- und im Privatleben. Vielen Dank, Maurus und Lorin, für eure Hashtags rund um Neugier und Zukunftsorientierung. Ich glaube, ihr dürft gleich weiter ja noch mit Inhalt sozusagen füllen, noch mehr dazu erzählen, wenn wir jetzt gerade ins Gespräch einsteigen. Vielleicht bevor wir das machen, für alle, die jetzt hier zuhören, wenn ihr euch einschalten möchtet, eine Frage habt, dann könnt ihr das am besten via Chat machen, indem ihr das einfach in den Chat reinschreibt und wir versuchen, den ein bisschen zu beobachten und eine Frage so aufzugreifen. Entweder stellen wir sie dann für euch oder wir geben euch das Wort, das schauen wir dann noch. Einfach so als kleiner Einschub, weil wir jetzt doch einigermaßen viele Leute sind. Ja, also Maurus und Lorin, oder ich beginne mal mit Maurus. Wir haben ja vorhin, habe ich gesagt, dass wir bei euch auch gewesen sind bei der Swisscom, weil euer Ausbildungsmodell ein bisschen sich unterscheidet von anderen Betrieben. Und ich glaube, es macht Sinn, oder das, wenn du jetzt uns allen nochmals erzählst, wie funktioniert denn das bei der Swisscom, dieses Ausbildungsmodell, so wie es du erlebst? Und vielleicht auch, wo ist der Unterschied, den du zu anderen Betrieben siehst? Ich glaube, dass das Schlagwort von der Ausbildung von Swisscom ist individuell, also keine Lehre sieht gleich aus wie die andere. Sagen wir jetzt, Lorin würde den gleichen Beruf erlernen wie ich, machen wir nicht, aber nehmen wir es mal an, dann hätten wir trotzdem einen komplett unterschiedlichen Werdegang. Man ist so aufgebaut bei der Swisscom, ist man in Projekten. Normalerweise dauert ein Projekt 6 Monate. In meiner 4-jährigen Lehre heißt das 8 Projekte. Und in diesen 8 Projekten, welche ich selber auslesen darf, muss man betonen, abgesehen von ersten, werde ich wie im Arbeitsleben in den Markt geworfen und ich darf mir dann aussuchen, was mir gefällt. Und andererseits wird sich das Team, der Teamleader mich auswählen oder den passenden Lernenden dazu auswählen. Und somit kann man die Lehre selber gestalten. Selbstverständlich müssen wir unsere Kompetenzen abdecken. Ich bin jetzt sehr videobegeistert. Ich kann aber leider nicht 4 Jahre nur Video machen. Selbstverständlich muss ich da alle Kompetenzen abdecken. So haben wir immer jedes halbes Jahr haben wir einen neuen Fachvorgesetzten, einen Projektanbieter, welcher fachlich uns Skills weitergibt. Und wir haben dann noch nebendran für die Soft Skills, für die Berufsbegleitung 4 Jahre den gleichen Lernbegleiter. Genau. So ist das. Welche Lehre machst du, Maurus? Ich bin Lernmediamatiker im 4. Lehrjahr. Genau. Mhm. Lorin, was machst du und wie erlebst du jetzt diese Lehre? Eben, du wurdest gleich ins kalte Wasser geworfen. Wie war das für dich? Genau, also zuerst einmal, ich arbeite als Betriebsinformatiker bei der Swisscom und habe bis jetzt auch schon zwei Projekte absolviert. Und beim ersten davon kann ich auf jeden Fall sagen, es ist wirklich ein Wurf ins kalte Wasser. Das erste Projekt wird zwar noch für dich ausgewählt, also da bist du noch nicht dafür zuständig, dir das Projekt anzueignen, irgendwie über den Marketplace, welcher von unserer Firma zur Verfügung gestellt wird, wo sie die Projekte sammeln und man diese einsehen kann. Trotz allem ist es nicht ganz einfach, denn man wird ohne jetzt mal, ich sag mal, Einweisung in das, was dieses Projekt macht, hineingeworfen und entdeckt somit auch aber ganz viele neue Sachen, die man zuvor noch nicht gesehen hat. Eben dadurch, dass man nicht irgendwie 6 Monate vorher Theorie muss machen, irgendwie damit man versteht, wie die Firma dann funktioniert. Nein, man wird einfach in dieses Projekt hineingeworfen, muss sich diese Erfahrung teilweise eben mit Hilfe noch des Projektanbieters aneignen und lernt so auch ganz viel. Also ich hatte einen wirklich starken Lernprozess in meinem ersten Projekt und es hat
mich zuerst ein wenig schockiert, so, oder ich war ein bisschen nervös auch. Schlussendlich aber, muss ich dann sagen, habe ich mich wirklich total reingefunden und finde es bis heute immer noch ein sehr gutes Ausbildungskonzept. Du hast kurz vorhin dieses Wort erwähnt, Marketplace, Lorin, und du, glaube ich, auch, Maurus. Also wie muss ich mir das vorstellen, oder diejenigen, die jetzt das noch nicht kennen, das ist ja eine Plattform, und da wählst du Projekte aus. Was wird denn da alles sichtbar, wenn du das Projekt anschaust? Also das Projekt XY, da ist zu mir auch eine Frage reingekommen, werden denn da zum Beispiel auch die Kompetenzen sichtbar oder angegeben, die du brauchst, um dieses Projekt meistern zu können, sozusagen? Genau, Entschuldigung. Ja, bin fertig. Na, also beim Marketplace ist es so, es ist eine Ansammlung, wie du richtig gesagt hast, eine Ansammlung an Projekten. Diese werden von Leuten aus der gesamten Schweiz ausgestellt. Also das kann sein, dass das Projekt aus dem Lugano kommt, aus Genf, Lausanne, Basel, irgendwoher. Wir haben ja unsere Standorte in der ganzen Schweiz, deswegen diese Vielfalt. Und man kann sich das wirklich wie so eine Ansammlung an Projekten vorstellen. Man kann diese Projekte anklicken, man kann einsehen, also man kriegt eine kurze Beschreibung des Projektes, was wird in diesem Projekt gemacht, was können sie dir bieten und was sie schlussendlich dann auch von dir verlangen. Also sie verlangen definitiv von dir teilweise Skills, die du für dieses Projekt brauchst. Die Kompetenzen sind dadurch auch einsehbar. Also wenn jetzt eine bestimmte Programmiersprache zum Beispiel verwendet wird oder ein Videobearbeitungsskill mit einem der Adobe-Produkte, dann steht das dort meistens in der Beschreibung drin. Ja, ich möchte gerne noch etwas dazu sagen. Richtig, also ich bin momentan in der schönen Position, dass ich selber in meinem letzten Lehrjahr die PA-Rolle übernehmen darf und ich werde ab Februar jetzt 11 Lernende betreuen dürfen. Und das ist sicher so, dass man als PA schaut, welche Skills, welche Kompetenzen bringt ein Lernender mit. Aber man muss sich natürlich auch bewusst sein, der Lernende muss irgendwo diese Kompetenzen erlernen können. Und meistens ist es so ein Ausgleich dann von Leuten oder Lernenden mit mehr Erfahrung und Lernenden mit etwas weniger Erfahrung, aber dafür etwas mehr Lernbereitschaft. Und dann lernt man wirklich voneinander. Und das ist auch meiner Meinung nach einer der effektivsten Wege. Also es gibt nicht eine Vorschrift von Kompetenzen oder Skills, die man braucht. Ja. Welche Rolle hat euer Lernbegleiter oder die Lernbegleiterin, Maurus? Ja, ich habe das Glück, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich habe das Glück, einen sehr, sehr engagierten, motivierten Lernbegleiter zu haben. Seine Aufgabe ist eigentlich im Kern die Betreuung von uns, also über die projektübergreifende Betreuung. Er schaut sich den Fortschritt an, er schaut sich mögliche Probleme an und unterstützt dich. Aber wie gesagt, das ist mehr auf einer persönlichen Ebene als auf einer fachlichen. Also mein Elbe, der hat jetzt keine Ahnung von Adobe-Produkten von Video wirklich. Das ist, man überholt ihn dann relativ schnell von dem Fachlichen. Aber von den Soft Skills und vom Persönlichen, dort unterstützt er uns. Und dort konnte ich jetzt in meinen 3 Jahren sehr viel von ihm mitnehmen. Ja. Genau. Also das ist bei mir genau dasselbe. Ich habe ebenfalls das Glück, einen sehr, sehr motivierten und engagierten Lernbegleiter zu haben. Und ich kann mich da Maurus auch nur anschließen. Es ist wirklich so, dass der Lernbegleiter in unserer Sache eher auch eine geistliche Stütze ist. Er ist da, wenn du ein Problem hast, jetzt sei das in einem Projekt oder außerhalb eines Projektes. Das wird auf jeden Fall angeschaut und ist, wie Maurus auch schon richtig gesagt hat, wirklich auch hauptsächlich für die Soft Skills da. Und auch bei Projektübergreifungen ist er ebenfalls da.
Du hast, oder ihr habt beide gesagt, der Lernbegleiter oder die Lernbegleiterin begleitet euch. Wie passiert das denn? Also ist diese Person in einem Portfolio dabei oder findet das in Gesprächen statt oder beides? Maurus? Sicherlich beides. Also der Lernbegleiter, der ist meistens ist es so, Kaspar hat mir gesagt, ja, weißt du, mit den Leuten, bei denen es läuft, die hört er dann weniger. Und meistens ist es so, dass Anfangslehrer die Betreuung etwas näher ist, der Austausch etwas reger ist, bis das dann ins Rollen kommt und er dann nicht mehr nachfragen muss. Beispielsweise hast du das mit dem Projektanbieter abgesprochen oder ähnliches. Und dann haben wir natürlich setzen uns halbjährlich oder regelmäßiger Ziele. Und er ist dann auch bei der Beurteilung dabei vom Fachvorgesetzten. Dann haben wir Teamaustausche, wir haben Team-Events. Ja, es ist auf einer sehr persönlicher Ebene, dieser Austausch. Norin, vielleicht die Frage auch in dieser Lehre. Marus hat ja erklärt, jeder Lernende hat eine andere Ausbildung, respektive lernt in anderen Projekten. Welche Kompetenzen, also nicht fachliche, informatikspezifische, sondern also überfachliche, erachtest du jetzt als sehr wichtig für deine Lehre? Ja, also ich denke auf jeden Fall, die wichtigste Kompetenz, die man braucht, ist wirklich die Kommunikation. Also die drei Kernkompetenzen von Swisscom sagen es ja auch schon eigentlich. Engagiert, Neugier und Vertrauen. Das sind so wirklich so die drei Kernkompetenzen, die man mitbringen muss. Persönlicherweise ist Kommunikation sehr wichtig. Weil Kommunikation in einem Team extrem wichtig ist, vor allem wenn es ein großes Team ist. Da ist die Kommunikation wirklich essentiell, damit ein Team funktionieren kann, weil sonst würde das natürlich auseinanderbrechen. Der Lernwille muss natürlich auch da sein, da sind wir bei der Kernkompetenz Neugier. Man sollte etwas lernen wollen, wenn man bei uns in der Lehre ist, weil sonst ist das wirklich so, hat man dann nicht wirklich was zu suchen. Wie meinst du da? Also warum? Warum ist das bei der Swisscom jetzt explizit so wichtig und wichtiger als bei anderen Betrieben? Was meinst du? Ich denke deswegen, weil wenn man nicht die Neugierde hat, um Neues zu lernen, dann besteht sowieso die Gefahr, dass man schnell sich denkt, ah, ich bleibe lieber da, wo ich bin. Also man bleibt dann eher in seiner eigenen Komfortzone und es braucht auch diesen Schritt, dass man aus seiner Komfortzone raustritt, Neues entdeckt und das öffnet einem auch ganz neue Türen, wenn man das macht. Und ich denke, wenn man eben nicht neugierig ist, dann bleibt man wirklich ganz in sich auch geschlossen, hat nicht die Möglichkeit, wirklich weit zu kommen. Also natürlich ist es möglich, aber eher schlechter, als wenn man neugierig ist und neue Dinge ausprobiert. Also du meinst auch, dass du dann mit dieser Neugier auch im Marketplace auch dir in diesem Sinne vielleicht spannenderen oder herausfordernden Projekte zu dir holen kannst oder dich da reinbringen kannst. Genau, ja. Nun ja, die Beschreibung sagt halt nicht alles, hätte ich jetzt so gesagt, weil normalerweise führt man auch nach einem halb erfolgreichen Bewerbungsprozess ein Gespräch mit dem zuständigen Projektanbieter und der erzählt natürlich dann auch noch ein wenig tiefgehender das Projekt. Und ich finde, da kann man ebenfalls auch noch mal einen kleinen Einblick sehen. Oder kriegen in das, was dieser Projektanbieter zu bieten hat. Und wenn du dich jetzt bewirbst für so ein Projekt, bringst du dann, wie läuft das ab? Also du schickst eine Nachricht und im Gespräch oder wirst du da auch so eine Art Portfolio mitbringen, die deine Kompetenzen ausweisen oder wie geht das? Das kann ganz verschieden ablaufen. Also das kann von bis zu einer simplen Teams-Nachricht mit hey, ich würde mich sehr gerne für dein Projekt bewerben und so. Hättest du vielleicht Zeit, irgendwie mit mir das mal anzuschauen, irgendwie ein kleines Meeting zu machen, bis hin zu ja, Vollbewerbung mit Portfolio.
abschicken, hier, da. Motivation schreiben, also es kann wirklich verschieden sein. Manche Leute benutzen zum Beispiel auch Webseiten, um sich zu bewerben. Also selbst der Bewerbungsprozess kann ziemlich kreativ werden unter Umständen. Und diese Umstände heißen kreativer Beruf. Wenn sich jemand bei mir für das Medienteam bewirbt und dann kommt einfach ein Motivationsschreiben, dann bringt mir das nicht viel. Also ich glaube, sehr, sehr wichtig für kreative Berufe ist natürlich das Portfolio für einen Webentwickler, Webseiten, die er gebaut hat. Ich denke, ja. Also du wünschst dir dann auch, dass jemand gleich sozusagen Kompetenznachweise mitbringt und dir auch gleich zeigen kann? Ich glaube, das erwartet man auch. Also ich kenne keinen Mediamatiker, der sich ohne Portfolio bewirbt. Natürlich bei anderen Berufsfeldern ist das vielleicht teilweise etwas schwieriger, aber kreativen auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht mehr, wer es von euch oder wer von euch das gesagt hat beim letzten Gespräch, wie ihr euch bewerbt habt, damit ihr überhaupt bei Swisscom eine Lehre bekommen habt. Vielleicht, ich glaube, es war Maurus. Ich glaube auch, Maurus. Genau. Kannst du da noch etwas dazu sagen? Ja, also die Bewerbung, welche ich in der Schule gemacht habe, wenn ich diese jetzt so abgeschickt hätte, dann wäre ich definitiv nicht hier. Ich glaube, zu einem Mediamatiker oder Interactive Media Designer oder kreativen Berufen, da ist das Auge wesentlich wichtiger als ein gutes Motivationsschreiben. Also dazu gehört ein gutes Design, selbstverständlich. Ich habe jetzt auch ein Bewerbungsvideo noch dazu gesendet. Damit man einmal sich schon virtuell etwas spüren kann, damit man aber auch sehen kann, wie kann er die Kamera bedienen. Ich glaube, je kreativer, desto besser. Also, und das ist jetzt nicht nur in kreativen Berufen, weil man muss sich vorstellen, Swisscom hat vielleicht 30.000 Bewerbungen teilweise, wir vergeben pro Jahr. Das ist nicht, bin mir nicht sicher. 250. 250 hätte ich jetzt auch gesagt, ja. 250 Lehrstellen. 250. Genau. Ja, ich denke, es ist vielleicht etwas weniger, aber ich bin mir nicht sicher. Und wenn man da nicht heraussticht, dann ist das schon schwierig. Also ich denke, das Herausstechen ist sehr zentral. Lorin, hast du dich hervorgehoben bei diesem Bewerbungsprozess? Ich denke, zum einen war es auch ein bisschen Glück im Spiel, auf jeden Fall, dass ich zu Swisscom gekommen bin. Ich habe, also meiner Meinung nach, habe ich ziemlich gut darin überzeugt, wie ich mit den Leuten gesprochen habe, also meine Überzeugung gezeigt habe, weil meine Bewerbung an und für sich hat jetzt nicht wirklich glamourös ausgesehen. Es bestand halt aus den normalen Komponenten, wie wir sie kennen. Motivationsschreiben, Personalien, Referenzen und so weiter. Ich denke wirklich, also bei der Swisscom ist es ja so, wenn man sich für eine Stelle bei der Swisscom bewerben will, vielleicht noch zu Anfang, ist es so, dass man zuerst, falls dann die Bewerbung akzeptiert wird, wird man zu einem 15-minütigen Meeting eingeladen. Das findet meist online statt. Und falls man dann bei diesem Meeting überzeugen konnte, wird man dann zu einem richtigen Vorstellungsgespräch eingeladen, welches dann wesentlich länger dauert als 15 Minuten, wo dann wirklich noch einmal mehrere Fragen gestellt werden zu dem, wie du dich verhältst, warum du bei Swisscom sein willst und so weiter. Und ich denke, ich habe wirklich gut überzeugt, vor allem mit eben meiner Motivation und Überzeugung davon, dass ich bei Swisscom gute Arbeit leisten kann und viel lernen kann. Machen wir doch mal den Bogen von der Lehre bei der Swisscom zur Berufsfachschule. Vielleicht könnt ihr uns ein wenig erzählen, wie es euch dort geht. Danach machen wir dann den Bogen in die Volksschule. Vielleicht zuerst, Lorin, wie erlebst du jetzt die Berufsfachschule? Wie
ist das Anspruchsniveau für dich? Wie gehst du einfach mit der Schule um oder mit dem Lernen dort? Also jemand hat ja ganz konkret auch gefragt im Chat, langweilt ihr euch? Weil das ist ja etwas ganz anderes als jetzt bei der Swisscom mit dieser auf euch zugestimmten Ausbildung, oder? Genau, sorry, Royal. Ja. Ja, wie ich mit der Berufsschule umgehe. Naja, es ist teilweise ein wenig stressig. Ich persönlich bin jetzt nicht auf so einem hohen Level jetzt, wie es Maurus ist. Aber dazu kommt er später dann noch. Deswegen ist es für mich eigentlich so auf einem Niveau, wo ich sagen muss, ich langweile mich definitiv nicht. Ich bemühe mich sehr, dass ich gute Noten schreibe. Wenn es denn jetzt um fachliche Kompetenzen oder berufliche Kompetenzen geht, also um Module, dann sieht die Sache eher schon anders aus. Da muss ich mich nicht mehr so bemühen, weil ich das meiste auch schon eben durch diese individuellen Projekte hautnah erleben durfte und deswegen dort auch sehr oft ziemlich gut abschneide. Wenn wir eben dann zur normalen Berufsfachschule kommen, finde ich es dann schon auch teilweise sehr langweilig. Ja. Maurus, wie geht es dir? Langweilt ihr euch in der Berufsschule? Ja, sehr, seit 3 Jahren. Auch das hat begonnen eigentlich mit den ersten Schultagen. Man muss sich vorstellen, der Beruf Mediamatiker, das ist nicht so ein theoretischer Beruf. Das zu erzählen, wie man fotografieren, was ein ISO ist und was diese Blender da genau macht, das ist noch relativ schnell gelernt. Ich denke, eigentlich jeder, der sich wirklich ehrlich für diesen Beruf interessiert hat, hat sich schon einmal im Vorhinein für ein 10-Minuten-YouTube-Video Zeit genommen und hat dort wohl das Allermeiste aufgreifen können. Es ist jetzt, ich fühle mich sehr geschmeichelt von dir, Lorin, für dieses Kompliment. Ich sage leider nicht so, dass es dass ich jetzt eine Ausnahme bin, sondern ich habe jetzt in meiner Freundesgruppe, in der engen Freundesgruppe in der Berufsschule, wir sind ungefähr 10 Personen, keiner von uns hat in den letzten 3 Jahren, und das ist nicht übertrieben, etwas gemacht. Also ich habe nichts gemacht in den letzten 3 Jahren in der Berufsschule. Ich habe durch und durch, mein Schnitt momentan ist, glaube ich, 5,2, also wirklich akzeptabel, aber das ohne Aufwand. Das ist wirklich, wir sind sehr unterfordert. Viele haben auch Probleme, weil sie dann während der Schule etwas machen wollen und das darf man dann nicht. Ja, es ist sehr ärgerlich und man wird sehr stark gebremst. Wir von der Swisscom oftmals auch sind in der Swisscom ausgelastet und hätten eigentlich nicht Zeit zum Rumsetzen, und dann dort ausgebremst zu werden, ist sehr schade. Und ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich diese Zeit so verschwenden muss. Also du erlebst es wirklich als Bruch, wie du gefordert wirst in der Swisscom im Vergleich zur Berufsfachschule. Ja, das ist kein Vergleich, ja. Also man müsste vielleicht auch noch sagen, ich bestreite es gar nicht ab, was Maurus gesagt hat. Wir kommen von verschiedenen Schulen. Also Maurus, du gehst, Entschuldigung, auf welche Schule gehst du nochmal? Ich gehe auf die Berufsschule Biel, BBZ. Genau, und ich gehe zum Beispiel auf die Technische Berufsfachschule in Zürich. Also das sind 2 verschiedene Schulen mit, ich nehme an, 2 verschiedenen Ausbildungssystemen. Also da unterscheiden, gibt es auch Differenzen dazwischen. So, Entschuldigung, wollte nicht unterbrechen. Also Maurus, wenn ich dich richtig verstehe, nochmals zurück zu deinem Statement, dann würdest du dir wünschen, dass du die Zeit, die du an der Berufsschule verbringst, ein bisschen flexibler nutzen könntest. Also wenn du wie beweisen kannst, dass du dieses ISO verstanden hast, dass du dann wie das beweisen kannst und dann könntest du dich mit etwas anderem befassen. Das wäre dein Wunsch. Absolut. Ja, wir haben Leute, die vom Fach kommen, auch Leute, die keine Ahnung haben vom Fach. Aber von diesen Leuten, die wirklich dort gearbeitet haben, die viel mehr Erfahrung haben als ich, von denen würde ich
gerne mehr mitnehmen, als eben was mir ein YouTube-Video erklären kann. Und ich glaube, ein Problem ist auch dieses Testmodell. Für mich ist es sehr einfach, Dinge schnell in meinen Kopf zu packen und nach dem Test dann wieder vergessen zu können. Es gibt ja auch Smartwatches, welche bei den Tests etwas helfen können. Also das ist meistens kein Problem. Ich würde aber gerne dann individueller, persönlicher und auch tiefgehender betreut werden können und gefordert werden können. Denn ich bin überzeugt, also es ist ja nicht so, dass ich alles weiß. Es gibt noch so viel Wissen, welches mir aneignen hätte können. Ja. Es kommt vielleicht gerade noch, eine Frage, Maurus. Ja, Abo haben wir nicht. Der Beruf Mediamatiker hat kein Abo. Wir haben Geschichte, wir haben Deutsch. Auch dort, das ist katastrophal. Also ich habe, das ist auch mangels Interesse. Also das ist wirklich ein spezieller Fall, muss ich jetzt gleich hier sagen. Wir können während dem Test telefonieren. Ich habe x Videos, welche wir austauschen können. Es ist wirklich, das ist dann, in diesen Fächern ist es mangels Interesse. Und ich glaube, ja, diese Ausnahmefälle, die gibt es wohl überall. Aber ja. Die Frage kam rein, besucht ihr die BMS? Ja, eine spannende Frage. Ich möchte auch noch kurz zu dem Stellung nehmen, bevor ich dir das Wort wieder geben möchte, Lorinde. Ich habe in der BITS, glaube ich, das ist das Berufsinformationszentrum in Bern, dort habe ich mich informiert. Ich war Sekundarschüler, guter Sekundarschüler auch. Dort hat mir aber gesagt, ja, BM, das sei schon happig und schon schwierig, und auch die Lehrpersonen sagten, ja, kannst du denn das? Ich merkte relativ schnell, dass ich das könnte. Ich habe mich aber nicht angemeldet in der BM. Nach vier Wochen ungefähr, 4 bis 6 Wochen, habe ich den Antrag an die Schulleitung gestellt, um in die BM-Klasse zu wechseln. Das war dann leider schon zu spät, aus irgendeiner administrativen Hürde. Ja, somit nein, ich besuche leider keine BM. Genau, also bei mir ist es nicht anders. Ich besuche ebenfalls nicht die Berufsfachschule, aber aus persönlichen Gründen und nicht aus administrativen Gründen, weil ich bin zuvor in einer Sekundarschule gewesen, bei welcher ich quasi speziell betreut worden bin. Also es ist eine Privatschule gewesen, für Leute, die halt in der Schule Schwierigkeiten hatten, also seien das Lernschwierigkeiten und so weiter. Genau, und ich habe mir persönlich einfach gesehen, also ich habe mich persönlich reflektiert und habe mir gedacht, ich habe natürlich mich halt auch über die BM informiert, also dass es auch schwer sein kann, wenn man zeitgleich zwei andere Felder noch muss decken, das sind Berufsschule und Lehre, dass das wirklich stressig sein kann. Und ich habe mir persönlich gedacht, weil ich wusste, dass ich leicht zu überfordern bin, dass ich die Berufsmatura besser noch nicht mache. Also ich möchte sie auf jeden Fall nachholen nach der Lehre. Das steht fest. Also da habe ich mich auf jeden Fall an das Ziel rangesetzt. Aber habe mir einfach wirklich gedacht, jetzt für die Lehre ist das auf jeden Fall kein gutes Ding. Gehe ich besser gechillt, relaxed durch, als dass ich mich wirklich voll durchstressen lasse. Wir sind jetzt so in die Thematik der Volksschule auch reingerutscht. Eben, Lorin, du hast erzählt, dass du in einer Privatschule gewesen bist, in der Sekundarstufe. Könnt ihr ein wenig erzählen, wie ihr rückblickend eure Volksschulzeit, also Primar- und Sekundarzeit, erlebt habt? Wer will zuerst? Ja, sonst fange ich schon an. Also die Volksschule. Ein großes Thema. 10 Jahre habe ich in der Volksschule verbracht insgesamt. Und muss sagen, es ist langer Weg gewesen, ganz ehrlich. Die Volksschule, sie war nicht immer einfach. Ich hatte von eigentlich so ziemlich der ersten Klasse bis zur 5. Klasse ziemlich Probleme. Also
Ich war nicht ein ungenügender Schüler, ich war ein wirklich durchschnittlicher Schüler. Man wusste aber schon ziemlich lange, dass ich definitiv mehr auf dem Kasten hätte als quasi dargestellt. Ich war wirklich immer mit den Noten bei einem Viereinhalber, was ja wirklich durchschnittlich ist und auch in Ordnung ist so. Aber man hat dann eben auch gemerkt, so gegen fünfte Klasse, das ist nicht wirklich ideal. Und da habe ich auch gewechselt, eben auf diese Privatschule, die ich ja vorher genannt habe. Und da ist es halt so, da geht man viel mehr anders an die Sache ran. Also man kriegt viel, viel mehr Unterstützung. Die Klassen sind kleiner. Wir waren eine Klasse von etwa 10 Personen. Und wir hatten etwa zwei, drei Lehrpersonen, die uns da wirklich betreut haben. Ein Sozialpädagoge und zwei Lehrkräfte. Und die teilten sich den Unterrichtsstoff auf und man hatte wirklich ein effektives Lernumfeld. Also ich bin wirklich da aufgegangen wie eine Blume. Ich habe wirklich auf einmal sehr viel bessere Noten geschrieben. Ich war sogar Schulbester tatsächlich. Und diese Zeit hat mir wirklich viel geholfen. Aber nochmal zurück zur Volksschule. Es war wirklich nicht einfach. Es war wirklich nicht einfach, da klarzukommen, vor allem halt mit dem Druck, der auf einen ausgeübt wird. Und die Lehrer haben einfach nicht die Zeit, sich für ein einziges Kind wirklich eben die Zeit zu nehmen, um es zu unterrichten, weil sie einfach auch Klassen haben, die etwa 23 Personen beinhalten. Also das geht so einfach nicht, natürlich. Aber trotzdem war es wirklich nicht einfach. Also es war eine schwere Zeit. Ja. Was hättest du dir rückblickend gewünscht oder was hättest du gebraucht, außer einer kleineren Klasse zu Beginn deiner Schulkarriere? Oder wo kam der Knick? Ich nehme an, du bist mit Freude in die erste Klasse gegangen und dann irgendwann hat es wahrscheinlich gewechselt. Kannst du das nachvollziehen, was das war? Also, es ist halt wirklich eine lange Zeit gewesen, oder? 6 Jahre bis oder 5 Jahre bis zur fünften Klasse. Und anfangs war ich wirklich noch ja, ein Schüler, der voll dabei war, wirklich voll motiviert. Und mit der Zeit wurde einfach dann auch der Stoff immer schwerer. Ich habe mir persönlich Vorwürfe gemacht, dass ich es nicht schaffen kann. War oder wurde immer mehr damit überfordert, mit dem Stoff, der kam, die Hausaufgaben täglich und ich hatte Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Und habe dann sehr oft einfach auch meiner Mutter gesagt, nein, ich habe keine Hausaufgaben. Und das hat dann natürlich auch in Ärger resultiert und so weiter. Sprich, in der fünften Klasse ist dann wirklich auch so quasi der Knick gefallen. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt vor allem auch persönlich psychische Probleme, also jetzt nicht Depressionen und so weiter, aber halt mir wurde das Asperger-Syndrom diagnostiziert in einem sehr kleinen Maß, aber trotzdem auswirkend genug, damit man es gesehen hat, in der Schule zumindest. Und das ist dann wirklich auch so zu dem Wendepunkt geworden, wo ich dann wirklich angefangen habe, die Schule zu wechseln. Genau. Du hast ja auch, also erstmal vielen Dank für deine Offenheit, Lorin. Das sind so ein paar Gänsehautmomente, wenn ich ganz ehrlich bin, obwohl ich die Geschichte ja jetzt schon zum zweiten Mal höre, dasselbe nochmals. Und ich möchte da nochmal nachhaken. Du hast den Druck erwähnt, den du verspürt hast in der Volksschule. Und dann hast du das weniger verspürt in dieser Privatschule. Womit hat das zu tun gehabt? Kannst du das beschreiben? Ich denke, in der Privatschule war es so, wir hatten selten, wenn auch nicht oft, Hausaufgaben. Das lag daran, dass wir den Stoff meistens ziemlich zeitgerecht erledigen konnten. Ich muss noch vielleicht sagen, wir waren in der Klasse, obwohl wir zu 10 waren, war diese Klasse gemischt. Also das heißt, wir hatten dort Schüler, welche in der ersten Sekundarstufe waren, in der zweiten und in der dritten. Was es dann noch einmal einfacher gemacht hat, sich auf den Stoff zu fokussieren. Die meiste Zeit kamen wir wirklich extrem gut voran. Wegen dieser Frage von, warum dieser emotionale Druck, das war vor allem wirklich deswegen, weil
der Stoff einfach wirklich zu viel war für mich. Ich war noch eher jung und habe mir gedacht, das ist ziemlich schwer. Vor allem Mathematik hatte ich viel Probleme. Und in der Privatwirtschaft, Entschuldigung. Nein. Ich komme gleich dazu. Ich hatte vor allem in Mathematik eben Probleme und man kann jetzt die Veränderung sehen, seitdem ich in der Berufsschule bin. Habe ich mich zusammen mit meinem IFA-Coach hingesetzt und habe mit ihm zusammen geübt und wir sind wirklich schon bei der ersten Prüfung zu Top-Ergebnissen gekommen. Ich habe jetzt mittlerweile einen Schnitt von fast einem Sechser in Mathematik und das war zuvor definitiv nicht der Fall, da war er noch unter einer 4. Könntest du die Frage noch einmal stellen? Ich versuche mit dir zusammen herauszufinden, was denn warum der weniger wurde. Kann es sein, dass du dann wie ein bisschen auch angepasst für deinen für deinen Kompetenzstand mehr Zeit bekommen hast in der Privatschule, um eine mathematische Thematik zum Beispiel zu verstehen und erst dann kam das nächste Thema. Kann es das sein, dass man, weil du ja eh in einer gemischten Klasse warst, alters- oder jahrgangsdurchmischt, dann konnte man ja eh nicht im Gleichschritt vorangehen, weil ihr ja eh in unterschiedlichen Schuljahren wart. Ja, also wir gingen definitiv zusammen, also die gesamte Stufe ging zusammen mit dem Thema. Also da wurde nicht der eine im achten Thema und wir im ersten Thema oder so weiter gelernt. Auf jeden Fall war es schon so, wir hatten wirklich so von Kapitelanfang bis Kapitelende manchmal wirklich 6 Wochen, wo wir das effektiv durchgenommen haben und haben vielleicht 4 Lektionen an 2 Tagen, Mathematiklektionen, an denen wir das angeschaut haben. Es ging teilweise schnell, langsam voran, je nach Thema. Aber auf jeden Fall, ja, ist es so. Der Druck, der hat sich auf jeden Fall gemindert, weil die Lehrerin hat das wirklich gut erklärt. Sie hat sich Zeit genommen für jeden von uns, wenn wir eine Frage hatten. Saßen wir da manchmal wirklich mehr als eine Stunde und haben das dann zusammen angeschaut, warum genau das jetzt nicht funktioniert oder wie man es lösen könnte. Genau. Also du beschreibst, dass sie wirklich sehr viel Zeit für dich genommen hat, auch dir zugehört hat, was du brauchst. Ja, das ist so. Ich erwähnte ja zuvor einen Sozialpädagogen. Das ist an dieser Schule nicht ungewöhnlich. Wie schon gesagt, das sind Leute, die halt wirklich Probleme mit dem Lernen haben und auch zuvor schon in Schule noch auch oder auch soziale Probleme hatten. Und deswegen gibt es an dieser Schule auch Sozialpädagogen, welche einem dann auch geistlich unterstützt haben. Man hat sich teilweise eine Lektion Zeit genommen und ist mit diesen Sozialpädagogen zusammengesetzt und hat dann über die eigenen Probleme gesprochen, wo man jetzt gerade Schule steht und was man vielleicht noch besser machen könnte und so weiter. Und das sind dann wirklich auch so Gespräche, die einem als Schüler extrem viel Druck abbauen, weil man kann das dieser Person sagen und dann wird das eventuell auch angepasst an dich. Genau. Danke, Lorin. Ich schlage vor, dass wir nun zu Maurus wechseln und dann aber dich wieder reinnehmen, auch zum Gespräch weiter von diesen Erfahrungen zu sprechen. Maurus, genau. Ich glaube, du hattest eine andere Geschichte. Kannst du sagen, wie es dir ging? Meine Zeit in der Schule war sehr anders. Trotzdem muss ich sagen, das Gesamtbild ist trotzdem relativ ähnlich. Ich würde niemals meine Kinder in eine öffentliche Schule schicken, obwohl mein Vater Lehrer ist, mein Halbbruder ist gelernter Lehrer und meine Cousine ist Professorin an der PH Bern. Trotzdem würde ich das keinenfalls machen. Ich denke, der Kern ist individuell, denn ich war anders als Lorin, ich war sehr unterfordert von Beginn an. Ich habe oftmals auch nichts getan, habe somit dann auch viel gefehlt, weil ich einfach nichts verpasst habe. Ich wurde auch nicht herausgefordert. Mir fehlte wirklich die Herausforderung. Ich kann mich erinnern, ich habe... Und das ist auch nicht ein Vorwurf an die Lehrperson damals.
Sie haben ja, sind auch gewissermaßen gebunden an eine Lehrperson, an einen Lernplan. Aber ich kann mich erinnern, in der ersten Klasse habe ich, da hatten wir so farbige Büchlein, die wir, ich glaube, es war um Lesen, Rechnen und Schreiben, so einfache Aufgaben. Ich habe dann, mein Ziel war es dann irgendwie, so schnell wie möglich diese durchzuarbeiten. Ich habe mir selber Herausforderungen gesucht. Ja, oftmals war mir langweilig, wurde auch gebremst. Wie, ja, das ist noch nicht der Weg, den wir anschauen. Das kommt erst in 2 Jahren oder was auch immer. Und ich denke auch, ja, 4,5 ist noch okay, 4 ist dann schon schlecht und 3,5 ist dann, reicht dann nicht. Ich war auch nie begeistert von dem Testmodell. Meiner Meinung nach sagt ein Test sehr, sehr wenig aus und kann auch wirklich das Gegenteil beurteilen. Lorin hat gesagt, er war sehr schlecht im Rechnen und hat das mit Noten begründet. Für mich ist das sehr schade, denn ja, ich denke, das ist nicht aussagekräftig. Also zusammengefasst, ja, es fällt an der persönlichen ja, Betreuung. Also du bist ja jetzt im 4. Lehrjahr, Maurus, und du hast ja, wenn ich das sagen darf, also ich habe dich ja gefragt, ob ich darf, du hast ja auch schon eine eigene Firma gegründet. Und in diesem Kontext, wenn du jetzt ein bisschen zurückblickst, also wenn, jetzt haben wir beschrieben, was nicht gut ist, oder was für dich nicht gut war. Wenn wir es jetzt umdrehen, was würdest du dir ganz konkret wünschen, wie das anders sein sollte in der Volksschule? Ja. Mit 9. Klasse, was wünschst du dir? Ja, also individueller, das habe ich erwähnt. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man auf die Schüler individuell eingehen kann. So auch mit der Selbstreflexion, ja, was sind meine Stärken, was mache ich gerne, dass man auch viel, viel mehr Möglichkeit hat, das herauszufinden. Ich glaube, wir hatten 5 Schnuppertage und eigentlich gehen wir 9 Jahre in die Schule, für einen Beruf zu erlernen und dann haben wir 5 Tage Zeit, irgendwie zu schnuppern. Also das finde ich auch skurril eigentlich. Also viel, viel mehr den Purpose verstehen, den Grund, warum man das macht. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man jemandem erklären kann, warum man etwas lernen soll oder was der direkte Vorteil ist, dann ist man auch viel mehr bereit, etwas Neues zu lernen. Auch mehr auf die Soft Skills eingehen. Ich denke, der Verkauf, also der kommunikative, der menschliche Verkauf in Anführungs- und Schlusszeichen, ist enorm wichtig. Die Selbstorganisation, Selbstdisziplin, ja. Oder auch Dinge wie, ich denke, mich hätte auch interessiert, mehr wie die Schweiz auch funktioniert, wie das zukünftige Leben funktioniert sollte. Auch mehr eine Lebensschule sein, Steuererklärung, die verschiedenen Versicherungen. Ich denke, ja, das wäre auch der Ort für diese Bildung, ja. Interessanter, also vielen Dank, Marius. Interessanterweise, du hast jetzt mega viele Dinge erwähnt, die du dir wünschst. Und auffallend für mich ist jetzt in dieser Aufzählung, dass ja sozusagen keine fachlichen Inhalte von dir erwähnt worden sind. Ja. Also, vielleicht, du hast jetzt die Steuererklärung erwähnt, das wäre ein konkretes Beispiel für einen fachlichen Inhalt, aber du hast ja vor allem diese überfachlichen Kompetenzen erwähnt. Jemand hat irgendwann mal heute im Chat gefragt, wie es denn sei. Ich habe die Frage nicht mehr ganz im Kopf, ob fachlich oder überfachlich wichtiger ist bei der Swisscom. Und jetzt wünschst du dir in der Volksschule, dass eben überfachliche Kompetenzen gestärkt werden, oder? Ja. Also ich möchte noch kurz auf diese Frage zurückgehen. Nein, bei der Swisscom ist im Gegenteil, sind die persönlichen Werte viel, viel wichtiger. Aber in dieser Bewerbungsphase und wenn wir von der Bewerbung sprechen, der erste Eindruck, der dich zu einem Online-Videogespräch weiterkommen lässt oder nicht, da kann man fast nur ein Bild als Eindruck haben und diese paar Worte. Dort ist sicher noch diese andere Seite wichtiger. Andererseits, ja, natürlich, ich habe hier viele Soft Skills angesprochen, da diese meiner Meinung nach wirklich viel zu wenig vorkommen. Ich könnte noch aber auch sehr viele Hard Skills aufzählen.
Ich denke, die ICT-Schulung, was man momentan macht, ja, das finde ich schon fast katastrophal. Also wir haben uns dann im Unterricht zur Freude gemacht, den Lehrer aus dem Computerraum oder aus dem Computer auszuschließen, damit er sich nicht mehr einloggen konnte und so. Also ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, aber dann werden wir dann individuell. Also dann wird es dann schwierig, das zu verallgemeinern. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass man mir die Möglichkeit gegeben hätte, ja, Maurus, du möchtest kreativ etwas machen, mach doch einmal ein Video, wir geben die Möglichkeit dazu. Ja. Maurus, du hast vorhin so ein wenig beiläufig die Noten erwähnt und hast gesagt, die Noten sagen ja nichts aus. Ja. Kannst du das ein wenig ausführen, was du damit meinst? Ja, ich war schon relativ früh, habe ich mir überlegt, ich kann mich erinnern, auch wirklich in der Grundschule, habe ich mich gefragt, ja, aber warum, was sagt denn das? Also ich hatte einen Kollegen, der war so nervös immer vor dem Test, der konnte fast nicht den Namen schreiben. Und dann war er dann schlechter in Mathematik als ich, beispielsweise. Ich denke, wirklich die Angehensweise vom Testmodell ist bereits falsch. Es ist eine Momentaufnahme, eine kurze Momentaufnahme, die anhand von Punkten dann auf eine Note, auf ein genügend oder gut bewertet wird. Also ich bin überhaupt nicht überzeugt, auch jetzt noch nicht, von diesem Modell. Ich denke vielmehr, ein effektiver, ein interessanter Weg wäre, wenn man würde, ich sage immer, und das hat mir mein Elbe so weitergegeben, wenn du etwas wirklich verstehst, dann kannst du es erklären. Und ich denke, beispielsweise, wenn ich jetzt als Schüler einem anderen Schüler Mathematik erklären hätte können, dann, und das der Lehrer gesehen hätte, dann hätte ich jetzt eine gute Note verdient, wenn wir das auf das System Note zurückgeben wollen. Habe ich aber am Abend vorher 10 Minuten diese Formen auswendig gelernt und weiß sie dann 2 Tage später nicht mehr, ob ich dann gut in Mathematik bin, das ist die Frage. Ja. Florin, vielleicht die Frage auch an dich. Eben, wie siehst du das mit den Noten? Hast du eine ähnliche Meinung wie Maurus? Ich muss sagen, jetzt, wo es auch Maurus so ein wenig erläutert hat, ja, auf jeden Fall teile ich auch diese Meinung. Noten sind wirklich auch, wie Maurus ganz richtig gesagt hat, wirklich eigentlich auch nur Momentaufnahmen von diesem Zeitabschnitt. Und finde es eigentlich auch nicht so gut. Also ich hatte ja... da wir uns zum ersten Mal getroffen haben, habe ich ja auch von diesem Bild erzählt, von wegen, dass der Lehrer verschiedenen Tieren eine Aufgabe stellt, klettert auf diesen Baum. Der Fisch, der wird das wahrscheinlich ja nie können. Ein Fisch war dabei, der Affe, der wird das wahrscheinlich mit Bravour schaffen. Der wird auf diesen Baum kommen wie kein zweiter. Und deswegen finde ich ehrlich gesagt, dass auch dieses Notensystem eigentlich wirklich auch nicht in Ordnung ist. Also ich schließe mich da Maurus wirklich vollkommen an, dass die Individualisierung von Bildung ein Ding sein sollte. Also es gibt ja, ich habe gerade gestern den SRF Eco-Tag gesehen, wo sie gesagt haben, sie haben die MINT-Fächer eingeführt, wobei ja ein kleiner Koffer den Kindern einen Koffer gegeben wird, womit sie dann herumexperimentieren können und sich quasi individuell ausbilden können. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist eine coole Sache, ein richtiger Schritt in die Richtung, aber es ist bis jetzt nur in 5 Kantonen verwirklicht. Also diese Sache gibt es nur in 5 Kantonen von etwa mehr als 20. Deswegen finde ich es persönlich oder würde ich mir selbst auch wünschen, dass wirklich Schule individualisiert werden sollte. Natürlich sagt sich das so einfach, das ist definitiv keine einfache Sache, vor allem halt auch wegen Zeitaufwand und Personal und so weiter.
Aber ich denke, Entschuldigung. Ja, es ist auch nicht einfach, im Gleichschritt mit allen vorwärts zu gehen. Das ist auch nicht einfach. Genau. Also, genau. Von daher könnte man die Schwierigkeit einfach auf ein anderes Thema übertragen. Genau. Kann man sich auf das andere fokussieren, oder? Genau, ja. Ja, auf jeden Fall schon. Auf jeden Fall das. Darf ich noch wo einhängen, Lorin, dann nochmals zu Maurus. Vielleicht zuerst bei dir, Lorin, du hast ja auch die Beurteilung erwähnt und mich interessiert jetzt doch nochmal, wenn wir zurück zu Swisscom gehen, wie beurteilt denn Swisscom euch und eure Leistungen innerhalb dieser sechsmonatigen Projekte? Wie läuft das? Maurus hat es mal ganz kurz angeschnitten. Wir haben alle 6 Monate oder besser gesagt jedes Semester haben wir einen Bildungsbericht. In diesem Bildungsbericht sind verschiedene Punkte aufgeführt, unter anderem unsere 3 Kernkompetenzen. Und dort werden dann unsere Schulnoten eingetragen. Aus der Berufsschule. Genau. Mhm. Unser Verhalten wird auch eingetragen. Jedoch muss man auch sagen, ist der Bildungsbericht nicht reine Ergebnisabgabe oder Berichtabgabe, sondern er ist auch ein Feedback. Kann man so sehen, weil es ist sowohl dem Lernbegleiter möglich als auch dem Lernenden gegenseitig Feedback zu geben. Man bekommt verschiedene Fragen gestellt und kann diese dann auch mit Sternen bewerten, also mit wie vielen Sternen man jetzt oder sich selbst geben möchte zu dieser Kompetenz. Und das tut der Lernbegleiter ebenfalls. Und da kann man sich gegenseitig austauschen, hey, wo will ich meine Ziele jetzt als nächstes setzen für das nächste Semester, dass man sich da wirklich reflektiert, und das machen dann beide. Also nicht nur der Lernbegleiter gibt dir die Kritik zurück, sondern du kannst das ebenfalls. Also du bekommst die Chance dazu ebenfalls. Und dann nutzt ihr das Ganze, um im Gespräch darüber zu diskutieren und nächste Schritte zu definieren. Also es ist nicht einfach die Note, die ist dann in Stein gemeißelt und das ist dann so, sondern du kannst dann die nächsten Schritte daraus ableiten. Genau, also da man setzt sich dann wirklich zusammen zu einem Gespräch von vielleicht einer Stunde, schaut sich zusammen den Bildungsbericht an, was dann auch der Projektanbieter vielleicht dazu zu sagen hat, wie er mich empfunden hat, weil er ist ja schließlich dann auch derjenige, der mich die 6 Monate lang betreut hat, am nächsten. Und gibt er euch dann eine Note am Ende dieser Projektbegleitung oder ist das in diesem Sinn, am Ende, nach diesem Gespräch, ist das dann, wie muss ich mir das vorstellen, kriegst du dann eine Note oder einen schriftlichen Bericht oder wie sieht das aus? Also eine Note bekommen wir nicht, glücklicherweise. Also da von Noten ist hier überhaupt nicht oder ist nicht die Rede. Mhm. Wir bekommen einfach unseren Bildungsbericht ausgedruckt. Der wird dann einfach in den Akten hinterlegt. Mhm. Das, was wir aus diesen Bildungsberichtsgesprächen, Maurus, korrigiere mich bitte, falls da etwas fehlt. Bei diesen Bildungsgesprächen geht es eigentlich wirklich nur darum, sich die eigenen Ziele für das nächste Semester zu setzen und nicht wirklich auch voll zu sagen, hey, diese Noten, die sind aber... Also geht natürlich schon auch ein wenig darum, man will, dass man auch schulisch Erfolge hat. Aber es geht schlussendlich wirklich einfach nur darum, sich selbst die Ziele zu setzen und zu reflektieren, hey, wie war ich jetzt in diesem letzten Semester? Und was könnte ich besser machen? Oder was könnte mein Lernbegleiter besser machen? Alles solche Dinge. Fiorella hat solch einen Bildungsbericht abgelegt über den Link und es ist spannend, eben die Selbstkompetenz ist ein wichtiger Punkt, die Sozialkompetenz, die Methodenkompetenz neben der Fachkompetenz, also sehr viele sogenannte überfachliche Kompetenzen, die da drin enthalten sind. Maurus, wie erlebst du diese Berichte oder diese Form? Ich möchte vielleicht das noch etwas sortieren oder noch etwas ausführen. Also wir bekommen eine Art Note. Bei uns ist es keine Zahl, bei uns sind es Sternchen. Ob das so ein großer Unterschied ist, darüber lässt es sich auch diskutieren. Aber ich glaube, der Aufbau ist sehr anders und das ist das Interessante. Also wie du dich gesagt hast, dieser Bericht entsteht von,
von Berufsbegleiter, also Lernbegleiter, von Fachvorgesetzten und von dir selber. Du reflektierst dich und die anderen auch selber. Aber dann ist es so, sagen wir jetzt, die Note 5 in der Berufsschule im Schnitt gibt dann nicht so und so viele Sterne, sondern man schaut dann, was ist der Fortschritt, was ist, wie geht es dir dabei? Bist du unter, bist du überfordert? Ja, es wird mehr auf das geschaut. Und dann bei uns ist es so, es wird anhand von, also wir haben, ich habe es gleich vor mir, wir haben das Projekt, wo wir ein Feedback bekommen über das ganze Projekt. Das ist dann anhand von den Zielen. Dann haben wir die Berufsschule, den ÜK, das ist die dritte Instanz, die in den Betrieb. Und dann werden wir anhand von unseren drei Werten beurteilt. Und jetzt das ist der Bildungsbericht von 2019. Dann war das vertrauenswürdig, engagiert und neugierig. Und anhand von diesen Werten, die jeder Swisscom-Mitarbeiter leben soll, wird man dann beurteilt. Und dann noch die Entwicklung. Genau. Also ich, Vertrauen, das finde ich jetzt mega spannend. Vertrauenswürdig, wie beurteilt man Vertrauenswürdigkeit? Genau. Ja, das ist schwierig. Das habe ich mich ja auch gefragt anfangs. Auch engagiert und vertrauenswürdig ist für mich etwas, was sehr nahe ist. Ja, ohne Engagement kann man schwer vertrauenswürdig sein, umgekehrt genau gleich. Ja, ich habe jetzt, das war der, im ersten Lehrjahr, habe ich jetzt geschrieben, zu Neugier habe ich geschrieben, ich denke, ich bin neugierig, dass ich immer etwas Neues lernen will und jede Möglichkeit nutzen will, um mich weiterzuentwickeln. Ich möchte eben das Beste machen und herausholen. Für das braucht es große Neugier. Und somit habe ich mich dann als neugierig beschrieben. Aber es ist, wie gesagt, sehr, sehr individuell und man versteht vielleicht auch unter Neugierde vielleicht etwas anderes. Also das ist schwieriger. Ist auch eine Frage jetzt im Chat, die gut dazu passt. Also gibt es denn auch sogenannte Indikatoren für diese Kompetenzen? Also zum Beispiel, wenn es heißt, du wirst für vertrauenswürdig beurteilt, hast du dann wie Beispiele, die dir zeigen, da könntest du das beweisen oder zeigen? Nein. Also das ist wie das Ausbildungsmodell selber, es ist wirklich frei. Der Lernbegleiter und den Projektanbieter, die beurteilen anhand nicht einer Stichprobe, sondern anhand eines halben Jahres oder noch länger dieser Kompetenz. Und dann ist es, ich denke, wenn mir dann mein Elbe sagen würde, ja, du bist nicht engagiert, ich habe das gesehen über ein halbes Jahr, das ist jetzt etwas grob formuliert, aber dann wäre das etwas anders, als wenn man jetzt sagen würde, ja, du hast diese drei Punkte von engagiert nicht erreicht, diese Kontrollpunkte, und aus diesem Grund bist du nicht engagiert. Das geht für mich dann wieder in ein Testmodell. Also, und das will man bei der Swisscom nicht. Ich kann sonst auch noch ungefähr ein Beispiel zum Beispiel bringen für Engagieren. Zum Beispiel könnte man jetzt sagen, engagieren, wenn jetzt zum Beispiel bei uns in unseren internen Chats zum Beispiel Events ausgeschrieben werden, wie zum Beispiel eures letzten, wie zum Beispiel das, wo ihr uns besuchen gekommen seid. Und wenn man da zum Beispiel eben sich engagiert und daran teilnimmt und halt auch, dann engagiert man sich für eine Sache und ist dann da voll damit mit dabei. Oder in einem Projekt, wenn man eine Aufgabe dazu bekommt und sich da wirklich voll reinsteigert, dann ist man ja auch dafür engagiert, weil man will ja dieses Ziel erreichen. Und oder auch zum Beispiel für Vertrauenswürdigkeit, Pünktlichkeit ist da so ein Thema. Also wie kann man vertrauenswürdig sein, wenn man immer zu spät kommt? Das ist zum Beispiel so einer dieser Punkte, die in diese Kategorien hineinfallen können. Genau. Vielen Dank für die Beispiele. Und ich glaube, soll man durch die enge Zusammenarbeit mit der Projektbegleitung und auch der Lernbegleitung kann das ja auch festgestellt werden. Dann spürt man das gegenseitig. Genau, ja. Das spürt man wirklich gut.
Martina fragt noch im Chat, ob die Frage geht an Maurus, ob du dieses von dir beschriebene System der Beurteilung als gerecht empfindest. Ja, also ich denke, eine Beurteilung ist grundsätzlich nie 100% richtig. Es gibt meistens eine andere Sicht darauf. Also ich denke, dieser Anspruch von einer perfekten Beurteilung, das ist schwierig. Und es gibt sicher Momente, in denen man positiver oder negativer beurteilt werden kann. Ich persönlich habe das als fairste Methode kennengelernt, da es eben nicht anhand von einzelnen Punkten ist, anhand von irgendwelchen Kreuzchen oder was auch immer, sondern es ist anhand von dir als Mensch und von einem Mensch, dem du vertraust, dem du auch relativ nahe bist. Also, gerade mein Elbe, das ist ja wirklich eine nahe Person für mich. Er weiß viel über mich. Und von dem her, ja, habe ich diese Art als sehr gerecht und ehrlich empfunden auch. Der Lernbegleiter ist nicht unbedingt im gleichen Fach ausgebildet wie ihr. Was heißt das für die Zusammenarbeit? Ja, ich glaube, es gibt fast keinen Elbe, der wirklich, es gibt sicher Ausnahmen, aber ich denke, die meisten sind wirklich nicht vom Fach, den sie ausbilden. Mein Elbe, der hat auch Mediamatiker und er hatte früher auch noch Detailhandelsfachmänner, Fachfrauen und jetzt noch KV und Sport-KV. Also er kann gar nicht von all diesen Fächern kommen. Aber es spielt auch keine Rolle. Er schaut dann schon gerne auch etwas an, was wir gemacht haben und hat Freude. Mein Elbe, der ging auch Spiele schauen von seinen Sport-KV-Lehrlingen. Also er ist sicher sehr interessiert und gibt auch seine Meinung dazu, aber das ist meistens nicht wirklich eine fachliche Meinung. Also ja, die Fachkompetenz, die kommt selten von ihm, ja. Also Vielleicht, das ist wenn jemand fachfremd ist, muss er oder sie dir das besser zuhören, um zu verstehen, was du erzählst. genau. Vielleicht ist das ja genau die Chance. Absolut, ja. Ja. Ja, ist genauso. Lorin, du wolltest auch noch was sagen. Ich habe mich dazwischen gedrängt. Kein Problem. Ja, es ist bei mir genauso. Mein Lehrbegleiter hat auch eine große Palette an Berufen, die sie unterstützt. Das sind wirklich auch Mediamatiker zu ICT-Fachmännern, Informatikern. Alles Berufe, die sie nicht immer zu 100% kennt. Also die sind wirklich, ich denke, viele von Swisscom, welche in der Position eines Lernbegleiters sind, kennen noch nicht mal die Hälfte von manchen Berufen. Nicht allen natürlich, von manchen haben sie sich ausbilden lassen. Aber sie kennen definitiv nicht alle. Und das macht es aber auch wiederum so speziell, weil du kannst ihnen diese Sachen dann erklären und voll mit, da bist du drin. Und du kannst das dann wirklich, ich habe das wirklich teilweise, da bin ich stundenlang mit meiner Lernbegleiterin am Sprechen und erzähle ihr davon, wie ich gerade oder woran ich gerade programmiere und so weiter und erkläre ihr auch Abläufe und so weiter. Also sind wirklich auch tolle, normale Gespräche, die man mit seinem Vorgesetzten, sei gesagt, machen kann. Könnt ihr vielleicht noch etwas zur Kultur sagen? Eben, du sprichst jetzt von einer vorgesetzten Person. Ich fand es ziemlich irritierend oder ungewöhnlich. Ihr habt die Du-Kultur in der ganzen Swisscom. Also der CEO, der ist genauso für euch per Du wie alle anderen. Was merkt ihr sonst noch an dieser Kultur oder was prägt euch wirklich auch in der Swisscom? Ja, also ich denke, die Du-Kultur ist ein sehr wichtiger Bestandteil in der Swisscom, weil es gibt jedem so eine Art des Vertrauens, sage ich jetzt mal. Es ist für jeden einfacher, wenn man Du sagt, anstatt sich die höfliche Form Sie zu verwenden, weil dann
fühlt man sich meiner Meinung nach immer sehr untergeordnet gegenüber wichtigen Personen, eben auch des Vorgesetzten. Und das, ich denke, es macht viele Prozesse sehr viel einfacher und man kann auch eher in einem Umfeld zusammen oder zusammenarbeiten, wo man wirklich das Gefühl hat, hey, hier werde ich genau gleich behandelt. Und eines der großen sozialen Probleme, die wir heute haben, Gleichberechtigung und so weiter, jeder kennt es. Ich denke, es gibt so eine, das gibt wirklich jemanden, so eine Form von, hey, ich werde genau gleich behandelt und man kann als eines zusammenarbeiten. Ja, also ich denke, die Du-Kultur, die wird wirklich gelebt. Das ist nicht, ist viel mehr als eine Ansprache und ich finde das Wort Höflichkeitsform auch völlig bescheuert. Ist ja überhaupt nicht höflicher, nur weil ich jemanden sieze. Also bei der Swisscom ist man genauso höflich wie in anderen Firmen, nur spricht man sich per Du an. Und ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal unseren CEO Urs Schäppli gesehen habe, war er in kurzen Hosen und kam mit 3 Biers um die Ecke und wir haben dann am Swisscom, das war so ein Event in Tenero, und dann haben wir zusammen ein Bier getrunken. Ich durfte noch nicht mal Bier trinken zu diesem Zeitpunkt, aber war super cool. Und so habe ich das erste Mal unseren CEO gesehen. Und jetzt darf ich auch moderieren mit ihm. Ich darf ihm direkt Fragen stellen vor mehreren hundert Mitarbeitern. Also es ist ein Vertrauen, es ist auf Augenhöhe, es ist auch eine Wertschätzung, glaube ich. Quasi, es gibt nicht wichtigere oder weniger wichtigere Personen. Es ist alles offen, es ist alles möglich. Ich durfte in meinem ersten Lehrjahr durfte ich ein Team übernehmen, welche zuerst eine festangestellte Person geleitet hat. Also die Möglichkeiten sind offen und ich denke auch wirklich aus diesem Grund, bei der Du-Kultur beginnt, dass alle gleich sind, ja. Ein Beispiel hast du uns letztes Mal erzählt. Ich glaube, du warst gerade an einem Event mit dem CEO und du hast ihm dort vor Publikum widersprochen, hast du gesagt. Es war... Oder korrigiert, oder wie auch immer. Ja, korrigiert war es. Es war ein Welcome Day Event, heißt das neu. Das sind als neue Mitarbeiter zu uns kamen. Und das war jetzt nichts, das war nichts Großes, muss man sagen. Aber dann hat er etwas gesagt und ich war dort als Moderator tätig. Und dann ist meine Rolle als Moderator, das richtig zu stellen, egal wer das ist. Und das ist auch nicht so speziell bei uns, ja. Also du beschreibst ja diese, also ich glaube doch, dass es speziell ist übrigens, aber nicht negativ gemeint. Du beschreibst oder ihr beschreibt ja beide diese Augenhöhe und ich glaube, die entsteht bei euch ja nicht nur durch dieses Du, sondern eben durch das Ganze auch auf Augenhöhe dies auszuhandeln, in welches Projekt ihr geht, wo ihr mitmachen dürft, wie ihr euch einbringen könnt. Das sind ja ganz viele Facetten, die diese Augenhöhe auslösen oder ermöglichen überhaupt. Also könntet ihr euch auch vorstellen, ich nehme an, in der Berufsschule seid ihr per Sie mit den Lehrpersonen? Nein. Jetzt ist es wieder unterschiedlich, auch dort per Du. Maurus, du nickst. Könntest du dir dann auch vorstellen, dass das in der Volksschule funktionieren könnte? Weil das habe ich kürzlich auch auf LinkedIn wieder eine Diskussion gesehen. Ja. Könnte das funktionieren? Was meinst du? Ja, also mein Anspruch in der Berufsschule ist, wenn Sie mich siezen wollen, dann sieht sich sie auch, umgekehrt aber nicht, einfach weil wir zwei erwachsene Menschen sind, welche ja unbedingt auf Augenhöhe voneinander lernen sollen. Klar ist die Rolle anders, der Lehrer bestimmt grundsätzlich, wann wir in die Schule kommen, so, das ist eine Organisationsfrage, aber ansonsten sind wir auf Augenhöhe, also mir ist wichtig, dass man uns gleich anspricht und ich denke, das wäre auf jeden Fall auch in der Grundschule möglich. Man muss wirklich unterscheiden und aus diesem Grund finde ich das Wort Höflichkeitsform auch wirklich falsch. Die Höflichkeit, der Respekt,
so oder so zentral. Und das hat keinen Zusammenhang mit der Ansprache. Ich denke sogar, die Du-Form, die ist auch einfach persönlicher. Und diese persönliche Beziehung, ein Lehrer kann ein Vorbild sein, sollte ein Vorbild sein. Und das erreicht man mit viel Persönlichkeit. Ja. Ein super Statement, schreibt das jemand auf. Wir haben es aufgenommen. Ja, das müsste man eigentlich ausdrucken und einrahmen oder als Postkarte verschicken, oder? Also das war jetzt gerade ein großartiges Statement. An alle PHs, Ausbildungen und Weiterbildungen einfach raus. Genau, das fände ich super. Wegen dieser Persönlichkeit. Jetzt zurück auf das Bewerben, da kam eine Frage rein, eben ihr müsst euch immer auf die Projekte bewerben. Gab es Projekte, bei denen ihr abgelehnt worden wurdet? Ich fange sonst an. Bei mir gab es das auf jeden Fall, ja. Ich wollte mich schon mehrfach für Projekte bewerben und wurde dann abgelehnt aus den verschiedensten Gründen. Also der meistgenannte ist, naja, wir haben keinen Platz mehr oder haben einen besseren Lernenden gefunden, der eher für dieses Projekt geeignet ist. Also das sind so die am meisten genannten Gründe gewesen. Und es gab auch Projekte, die ich gerne machen wollte und dann mir aber davon abgeraten wurde. Zum Beispiel, ich wollte eben mal gerne ein Projekt machen in dem Berufsfeld von Maurus, Videos bearbeiten und so weiter. Es hat mich wirklich sehr wundergenommen, weil ich sehe mir jeden Tag YouTube-Videos an und habe mich auch wirklich gefragt, wie die zum Beispiel gemacht werden und so weiter. Und ich habe dann das auch meiner Lernbegleiterin und so gesagt. Und sie hat gemeint, du solltest dich doch schon eher auf deine Kompetenzen und so weiter, nach deinen Kompetenzen ausrichten. Und habe dann gesagt, ja, okay, dann mache ich das doch besser. Und habe dann das Projekt quasi zurückgenommen oder meine Anfrage zurückgenommen. Also das gibt es auf jeden Fall, dass man gerne Projekte machen würde. Und ich denke, ich werde das noch ein paar Mal in der Zukunft erleben, dass ich bei Projekten abgelehnt werde. Und ich denke, es gehört auch einfach dazu. Man sollte dann auch daraus lernen. Also wenn Sie, sagen, ja, wir haben jetzt einen besseren gefunden, dann strengst du dich vielleicht noch mehr an und suchst dir ein Projekt, wo du deine Zeit möglichst gut nutzen kannst, um deine Skills zu erweitern. Ich stelle mir aber vor, dass das auch ein, du hast ja vorhin vom Druck gesprochen in der Primarschule, dass das auch einen großen Druck erzeugen kann, wenn ich eine solche Absage bekomme. Wie gehst du damit um? Oder ist das wie eben normal, weil es ja ein offizieller Bewerbungsprozess ist? Ja, ich muss sagen, ich gehe heute definitiv besser mit dem Druck um. Also wir sprechen ja von dieser Drucksituation von der Mittelschule und ich befinde mich jetzt in der Lehre. Das sind jetzt sicher schon fast 5 Jahre ist das her. Da bin ich natürlich auch schon gewachsen und gehe auch schon viel besser mit dem Druck um. Natürlich ist es eine kompetitive Szene. Also der Marktplatz, der ist wirklich, viele Leute bewerben sich über diesen Marktplatz und es gibt Plätze, die sind wirklich sehr heiß begehrt. Und da muss man natürlich auch schnell sein. Also es ist definitiv eine kompetitive Szene. Und wenn ich halt bei einem Projekt abgelehnt werde, dann mache ich mir halt nichts raus, weil es gibt noch so viele andere Projekte, wo ich hineinschauen kann. Ich habe ja die Freiheit, dass ich das machen kann. Bewerbe mich dann halt einfach weiter und vielleicht klappt es ja bei einem anderen dann wieder. Und es ist ja nicht so, dass diese Projekte für immer dann geschlossen sind. Also diese Lernenden müssen sich ja auch irgendwann neu bewerben und dann wird das Projekt wieder frei und dann habe ich ja nochmal die Chance, mich darauf zu bewerben und dieses Mal vielleicht sogar noch kompetitiver, als ich es noch vor 6 Monaten war. Spannend. Maurus, wie war das oder ist das bei dir? Die Frage ist, wie ist das bei mir? Das habe ich nicht verstanden. Wenn du dich auf diese Projekte bewerben musst, eben hast du auch Absagen bekommen und wie gehst du damit um? Ja, ich habe 2 Absagen bekommen.
vom Filmteam, das ist eines der einzigen wirklich nur Filmteams bei der Swisscom. Da hatte ich schon meine Firma als Videoproduktions, machte ich schon Werbevideos. Da hatte ich schon für die UEFA, war ich Cutter, habe in x Ländern vor x 100.000 Leute meine Videos gezeigt. Ich war eigentlich der Überzeugung, ich bin der Richtige dafür und war schon etwas gekränkt auch. Also ja, es ist kompetitiv, habe ich einen Kommentar gelesen, auf jeden Fall. Schlussendlich ist das das Leben, oder? Also ich denke, es ist eine gute Lebensschule auch, diese Absagen. Jetzt mit meinem Team konnte ich die beiden etwas zu ihrem Glück zwingen. Wir arbeiten jetzt zusammen, oder mein Team, und das können sie jetzt nicht mehr auswählen. Also es gibt dann schon einen Weg. Und wie du richtig gesagt hast, ja, es ist nicht immer geschlossen, also nicht für immer geschlossen. Ich, auf mein Projekt jetzt, welches ich ausgeschrieben habe, habe ich fast 50 Bewerbungen bekommen für 4 Stellen. Mit dem habe ich nicht gerechnet, aber ich dann war mir sehr wichtig, dass ich allen, welche ich eine Absage machen musste, auch sagen, ehrlich und offen, und das ist für mich auch immer sehr zentral, direkt, ja, warum ich jemand anders gewählt habe, und ja, dass man dann auch besser werden kann. Da bist du ja auch wieder ein Vorbild. Das hast du ja heute auch schon mal erwähnt, wie wichtig das ist, dass man solche Vorbilder hat. Und dann bist du es eben selbst auch wieder. Ja, also das würde ich jetzt nicht von mir selber so sagen, aber dass man eine Perspektive auf jeden Fall hat, ich denke, das ist sehr wertvoll. Eben wie gesagt, ich habe jetzt die Möglichkeit, meinen eigenen Chef zu sein, eigentlich in der Lehre, wirklich ich sehr zu schätzen weiß. Und ich will aber auch meinen Lernenden vermitteln, dass sie haben genau die gleiche Möglichkeit. Sie haben alles in der Hand, wie ich auch. Und der Weg ist offen. Also diese Möglichkeit, die gibt es. Und so kann man Perspektiven auf jeden Fall bieten. Ja. Marus, wir kommen langsam, und Lorin, wir kommen langsam so zum Schluss. Ich habe noch eine noch für mich eine Frage, die ich trotzdem noch stellen möchte, die mir auch unter den Nägeln brennt. Und zwar, ich weiß nicht mehr, ja, wer von euch es erwähnt hat, aber jemand von euch hat gesagt, dass der Wunsch für die Schule, für die Volksschule ist, eben, dass man da darauf achtet, dass Menschen oder junge Menschen wissen, was sie gut können und möchten im Leben. Und warum denkst du oder denkt ihr, dass das jetzt für die Swisscom wichtig ist, oder eher besser gesagt allgemein im Leben? Was bringt einem das, wenn man das weiß? Warum ist das so wichtig? Ich denke, für mich ist sehr, sehr wichtig, dass ich ein konkretes Ziel habe. Dieses Ziel darf sich ändern. Dieses Ziel muss auch nicht zwingend erreicht werden, wenn es neue Möglichkeiten, neue Ziele gibt. Aber ein konkretes Ziel zu haben, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig für einen selber, eben diesen Purpose, welchen ich angesprochen habe. In der Swisscom kannst du nichts machen, ohne einen Purpose zu definieren. Das ist auch völlig sinnvoll, wenn man einem Kind nicht erklären kann, warum man das lernen soll, dann gibt es wohl auch keinen Grund, das zu lernen. Also ich denke, ein Ziel zu verstehen, warum, das ist sehr wichtig. Ja. Genau, also bei mir ist es genauso. Ich denke, es ist vor allem auch ein großartiger Lebensweise, wenn man wirklich genau weiß, was man will. Es gibt Kinder oder Jugendliche, welche sich immer noch nicht, also mit dem Alter von 15 Jahren, entscheiden können, wohin sie jetzt genau hinwollen. Und ich denke, das ist schade, weil ich wusste es im Grunde genommen, seit ich 11 Jahre alt war, ich würde sehr gerne Informatiker werden. Und ich bin Informatiker geworden, aus eigener Kraft trotzdem. Aber ich hätte definitiv auch mehr Hilfe gebrauchen können. Deswegen, ich bin voll und ganz dafür, dass man Kindern ein Ziel gibt. Also nicht eines, welches die Lehrperson für dich gegeben hat, sondern das Kind für sich selbst. Es wäre schön, wenn
wenn man das wirklich so gut individualisieren könnte, dass sich die Kinder genau vorstellen können, hey, ich möchte dahin, weil wenn man kein Ziel hat, Maurus hat das ganz richtig gesagt, dann bringt das Ganze auch irgendwie nichts, weil ziellos durchs Leben gehen, das will keiner von uns und das wünsche ich auch keinem. Vielen Dank, Lorin. Habe ich das richtig, also wenn ich es richtig verstehe, dann ist das jetzt ein sehr konkreter und nochmals deutlicher Wunsch für die Volksschule, den du hier geäußert hast. Möchtest du denn so stehen lassen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin definitiv dafür, dass Volksschulen sich ändern sollten, sowohl in der Individualisierung und im Wege, wie sie die Kinder ausbilden. Vielen, vielen Dank. Und Maurus, möchtest du auch noch mal so ein Statement zum Schluss, ein Wunsch für die Volksschule, weil ja Vertreterinnen und Vertreter hier sind, was eine Sache, die dir besonders am Herz liegt? Schwierig, das auf eines zu beschränken. Ich denke, man soll davon ausgehen, dass jedes Kind lernen will, dass jeder Mensch das Bedürfnis nach Wissen hat. Und, wenn man individuell und persönlich Ziele und Wege zeigen kann, dann ist das sehr, sehr wertvoll und würde einen großen Schritt für unsere Schweiz bedeuten. Ja. Ja, ich glaube, es ist Zeit, in den Abschluss wirklich zu kommen. Ich bin einmal mehr von euch einfach beeindruckt. Lorin und Maurus, wirklich vielen herzlichen Dank für eure Offenheit, eure Reflexion und einfach euren Power, eure Energie. Also Hut ab und bleibt bitte dran. Vielen herzlichen Dank euch. Von mir vielen herzlichen Dank, Applaus. Merci. Herzlichen Dank, ja. Auch danke euch vielmals für euer Interesse und eure Zeit. Ja, ich denke, dieses Interesse ist ein sehr wichtiger Grundstein in die richtige Richtung. Also auch danke an euch. Danke vielmal, wirklich. Vielleicht noch den Bogen eben, ich habe es in den Chat geschrieben, wir werden in 2 Wochen nochmals einen Talk machen mit Diego. Diego ist 16-jährig, er ist selbstständig, direkt nach der Schule hat er die Firmen vergrößert, hat bereits Mitarbeitende, die er führt, also auch jemanden werden wir befragen, der sehr, sehr spannend ist. Aber nochmals vielen herzlichen Dank. Keine Ursache. Vielen, vielen Dank, dass wirklich ihr euch Zeit genommen habt, um uns zuzuhören. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Einen schönen Abend. Einen schönen Abend. Gute Zeit. Danke. Tschüss zusammen.